Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elder Scrolls 4 Oblivion. Ich bin Hüedefa, das ist unser Spago, den wir hier durch die Gegend schieben können. Yay! Und das ist ein wunderschönes Bild, welches er hier gemalt hat, weil er der Beste ist. Wir haben das letzte Mal uns zum Gildenmeister der Kriegergilde aufgeschwungen. Und heute wollte ich, oder wollten wir, oder allgemein wollte irgendjemand irgendwas machen. Diebesgilde. Das klingt krass, das klingt cool. Hatte laufende Mission, ein Schatten über Dreckhack. Nee, ist langweilig. Ich glaube, das möchte ich machen, bevor wir irgendwas tun. Weil ich nehme an, wenn wir diese Azura-Mission machen, kriegen wir Azura-Stern. Und damit haben wir dann... Wow, wer bist du denn? Was bist du denn hier? Ich dachte, ich hätte euch alle getötet. Komm her! Stirb! Genauso wie all deine anderen Mitstreiter hier irgendwo. So. Und auch wenn wir es nicht wirklich drauf haben, so mit Verzaubern und so, bin ich doch sicher, dass wir in der... Komm schon. Ich kann da doch sicher nicht hoch. Gut. Das ist Springen. Dass ich in der Lage bin, irgendwas damit anzufangen. Vor allem, weil es cool ist. Und zwar habe ich mich jetzt hier... Super, habe ich mich in eine super Position geportet, von der ich nicht wegkomme. Ich möchte so gerne in die andere Richtung gehen. Genau so. Jetzt habe ich mindestens 5 Sekunden Weg gespart, weil ich nicht den Weg da benutzt habe. Und yo. Also ihr versteht mein Denken. Ich möchte Azura Stern haben. Weil es ist halt ein voll fett krasser Seelenstein, den wir immer wieder benutzen können. Und ich weiß nicht, vielleicht finden wir irgendeine Waffe mit Soul Trap. Oder wir bringen es uns selber bei. Oder keine Ahnung was. Und dann werden wir immer unsere magischen Waffen aufladen können. Was dahingehend ziemlich praktisch ist, weil manche von denen ganz schön reinhauen. Und wo ist hier dieser Eingang? Was? Bring it. Dem Chemine. Ich weiß, dass du irgendwo anfängst. Oh ja, hier. Okay. Dann auf in die ausgeplünderte Mine. Na, ich muss gerade überlegen, hatte ich sonst noch irgendwas? Wir sneaken hier mal. Sind wir schon entdeckt? Nein, das war... Nein, das war Dings. Das war der Zauber. Ah, das ist mein Bogen. Au. Ja. Vielen Dank, du. Fall, du. Ich habe keine Pfeile. Das ist ja noch viel cooler als cool. Ich habe absolut keine Pfeile. Doch, ich habe Riesenpfeile. 200 Stück davon. Ich soll sie alle töten, oder? War doch so. Nochmal vergewissern, nicht, dass ich jetzt irgendwen zu fragen habe, sie möchte, dass ich sie finde und töte. Okay. Dann Zeit, dich zu töten. Biatsch. Bäh. Steh hoch. Au. Was? Ich will kein dämlicher Vampir werden. Ja, ich sterbe gleich. Au. So, das war ganz schön knapp. Möchte ich meinen. Eimetrie ist Schild. Wow. Apropos Schild. Jemand hat mir darauf hingewiesen, dass ich mir einen besseren Schild holen sollte. Den Schild von Koroll. Das ist mir jetzt gerade erst aber wieder eingefallen. Deswegen habe ich auch noch keinen Plan, wie ich den kriege. Und
meine Freundin hat ihren Rechner angelassen, ihren Laptop. Und deswegen klopft es hier jetzt die ganze Zeit so Facebook-mäßig. Kein Grund zur Sorge, schätze ich. Meine Augen spielen mir nur einen Streich. Ja, das habe ich doch auch mal für dich. Was? Ja, was? Das ist jetzt eine gute Frage. Was ist das? Ich will deinen Sarg. Ich will gar nichts daraus. Gut. Okay. Unsere Anwesenheit wird nicht geduldet. Gut, dass wir es wissen. Okay. Ich bin eigentlich der Meinung, dass du mich töten wolltest, oder? Na? Wie sind das alles Frauen hier? Haben wir nichts Besseres zu tun? Mach mir ein Sandwich. Anstatt hier irgendwo rumzugammeln. Was sind für ein Schwert? Claymore des Schocks. Toll. Apropos Schock. Ich muss sicherlich mein Zeug reparieren, oder? Boah, es ist noch alles ganz. Alles ganz. Ich bin beeindruckt. Ich hätte jetzt erwartet, dass schon wieder alles für den Arsch ist. Und dass ich deswegen ja gleich zerfickt werde. Silberader könnte ich abbauen. Habe ich eine Spitzhacke dabei? Ich glaube es nicht. Ich glaube, nur in Skyrim habe ich immer Spitzhacken. Wenn ihr es auf Ärger anlegt, könnt ihr gerne okay. Ärger haben. Du möchtest also unsichtbar sein. L. Ohrgesicht. Bist du auch weiblich? Ach Gott, bist du hässlich. Oder hast du einfach nur eine weibliche Stimme abbekommen? Au. Was war das denn bitte? Dämlicher Scheiß Schutzzauber. Was du kannst, kann ich schon lange. Deswegen werde ich mir mal ein bisschen Zeug reinpfeifen. So. Orkbuster nicht Dingens Kirchens. Alles schön und gut. Du hattest doch hier gerade. Ah, hier. Jo, das nehmen wir mit. 1150. Ist es wirklich 50 schwer? Ernsthaft? Selbst so ein fucking Vulkanglas. Ding ist 50. Boah, 50. Meine Fresse. Also ich hätte gedacht, die sind leichter. Weil, ich meine, es ist Glas. Okay, zieh ich mal am Seil. Oh, wer hätte denn das gewartet? Sicherlich nicht ich. Welche Überraschung. Eine Geheimtür. Hinter einem Stein, in dem ein Seil hängt. Was diese Typen sich aber auch nicht alles einfallen lassen. Und wir wollen die doch getötet werden, oder? Habe ich es nicht so verstanden? Ich bin hier. Ich sollte wohl besser weniger trinken. Ich sehe schon Gespenster. Okay, der hat mich entdeckt. Super, ist jetzt vollgebracht. Warum sind das alles Orks? Was soll das? Ich habe nichts Besseres zu tun. Oh, verdammt, da kommen zwei. Du bist auch ein dreckiger Ork. Jo. Das war ungut. Kann es sein, dass sie auch unsere Waffe zerfickt haben? Ich glaube schon. Gut, dann werden wir uns hier mal ein Stückchen zurückziehen. Und uns nochmal kräftesammelnd ans Kräftesammeln machen. Hängt hier hinten noch irgendeiner rum? Gibt es verschiedene Wege? Okay, sie haben mich gesehen. Und von wo kommen sie jetzt? Bitte tötet mich nicht. Eigentlich wollte ich euch gar nichts tun. Ha, ihr werdet mich nie besiegen. Vielleicht nicht. Nein!
Kann es sein, dass er durch meinen Block durchgeht? Ja, teilweise. Lass mich raten, mein Schild ist auch... Nee, mein Schild ist noch vollkommen ganz. Das ist awesome. Trotzdem werde ich mir jetzt einfach mal ein paar... 35, 50. Ja, okay. Lebenstränke reinpfeifen. So, und dann sieht auch El Orcos hier gar nicht mehr so bedrohlich aus. Oder er ist immer noch bedrohlich. Ah! Zombie! Au! Meine Intelligenz wird entzogen. Super, das wird irgendwie... Das ist nicht so, wie ich es geplant habe. Nicht, wie ich es geplant habe. Verstanden. So, ich möchte nochmal an dem Seil ziehen. Bam. Kann ich jetzt hier warten? Nein, anscheinend nicht. Gut. Dann werde ich mich noch etwas weiter zurückziehen, was schon ganz schön jämmerlich ist. In Anbetracht der Tatsache, dass es hier nur mit... nur fucking Vampire sind. Das ist wie Twilight. Jop. Nur halt eben... Oblivion Style. Warte, habe ich diese Krankheit jetzt eigentlich? Ich glaube ja, oder? Nee. Nee, große Macht. Nein, ich will mal nicht große Macht. Ausdauer entziehen. Porphyrische Hämophilie. Toll. Während hat sie 10. Ich weiß auch nicht, was diese. Was heißen die Zahlen dahinter? Reicht die Handschuhe des Boxers an. Was machen die? What? Boah, ich sollte vielleicht lesen, was mein Scheiß macht. Habe ich eigentlich noch einen Seelenstein dabei? Fällt mir gerade so ein. Wenn ich schon mal dabei bin. Man kann ich auch mal mein... ich möchte dich aufladen. Oh yeah. Jetzt hat es wieder ein bisschen Saft. Jetzt kann ich voll fett krass, wie ich nun mal bin, diesen Sarg hier ausbeuten. Ja, den Hammer nehme ich mit. Das ist gut. Das ist dolle gut. Das bringt mir nämlich genau das, was ich brauche. Du hast nämlich gar nichts. Auch gut. Ranken. Gucken, was die Tier Schönes drin. Ein bisschen Gold. Gut. Das war doch allgemein sehr unerfolgreich. Aber davon lasse ich mich ja nicht unterkriegen. Deswegen robbe ich jetzt ganz gekonnt hierhin zurück, beziehungsweise laufe. Um dann arg auf die Fresse zu kriegen. So, speichern wir nochmal. Ich meine, vielleicht hätte ich mich auch unsichtbar machen können, lernen. Das wäre voll krass und so. Geht's denn hier lang? Okay, in den Tod. Ich soll vielleicht auch aufmerksamer den Weg betrachten, den ich hier irgendwo entlang schreite. Gift der Furcht. Nein, und Seelenstein nehme ich mit. Und das Gold nehme ich mit. Und Dietrich brauche ich auch nicht. Da ich ja schon das Dingens habe. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Skelettschlüssel. Jo, mein Schlüssel hier. So, jetzt speichern wir den Shit nochmal. Dann rüste ich hier meinen Bogen aus und dann gehe ich hier ganz langsam. So langsam, wie noch nie ein Ork zuvor gegangen ist. Schön langsam. Oh yeah. Langsam und stetig. So hab's die Ladies gerne. Ich wette, ich höre mich irgendwie so einen ganzen Verkaufsstand. Ich weiß auch gar nicht, auf welcher Stufe mein Schleichenskill jetzt gerade ist. Kann sein, dass das die Magierin ist.
Jo, das war sie. Sterbt schon, verdammt. Ach, wie wär's mit Nö? Wie hat mich der denn jetzt getroffen? Hä? Ich tue mein Schlimmstes. Und das ist viel schlimmer als euer Scheiß hier. Hey. Ah, schon wieder heilen. Hier, geh zu Tode, Alter. Blitz dich weg. Ja, und jetzt, wo ist jetzt der Zauber? Schlampe. Irgendwo, irgendwo muss sie sein. Ah, da. Lauf da nicht weg, kleine Bitch. Lauf da nicht weg. Oh, ist sie tot. Ha. Wow. Hier hat aber viele Pfeile dabei. Das ist ein Sturmbogen. Den nehmen wir mit. Was habe ich? Ich habe nur Eisenpfeile dabei, oder? Ja, nehmen wir auch mal Eisenpfeile mit. Die restlichen sind zwar sicherlich um einiges stärker als die, die ich besitze, aber kann ich hier durch. Ich sagte schieb. Schieb, Junge. Aber keine Ahnung. ja, weiß nicht. Das ist ja hier nicht wie in Skyrim, wo man 25 Milliarden Pfeile von einer Sorte mitnehmen kann, die alle nichts wiegen und so. Abgenutzte, verblichene Schreitaxt des Gefrierens. Die kannst du aber auch behalten. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, wie man da 25.000 verschiedene Pfeilsorten mitnehmen kann, die alle nichts wiegen, von der man am Ende sowieso keine einzige verwendet, weil man nur am Beschwören ist und der ganze Scheiß sich dann schon fast wie selber lösen. Wie kann ein Sarg denn bitte schwierig verschlossen sein? Hm? Haben so ein Vorhängeschloss dran gebaut. Oh, ein Elfenkriegshammer. Genau das, worauf ich keine Lust habe. So. Das war's hier hinten. Nice. Gut. Dann werden wir jetzt mal zurückgehen. Hier ist noch ein Sarg. Jo, das nehme ich auch noch mit. Dankend nehme ich diese milde Gabe an. Und dann versuche ich mal, mich hier heraus zu manövrieren. Und nebenbei noch auf meinem Laptop zu googeln, wo denn dieses Schild von Koroll ist, wie ich da rankomme. Und ja, wie krass es denn nun ist. Ich meine, wenn mir das der gutste Nax da, ich glaube er was wieder, ich glaube er ist der Einzige, der hier irgendwas kommentiert, empfiehlt, dann wird da was dran sein. Auf sein derivatives Urteil verlasse ich mich. Und jo. Mal schauen. Die Geralberge.